Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Video. Im heutigen Video geht es um diese zwei Trinkflaschen. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück in das Video. Wie gesagt, heute geht es um eure Fragen. Ich bekomme sehr oft verschiedene Fragen von euch, Anfragen, welche Sachen ich benutze. Hier kann ich euch etwas empfehlen. Also die Sachen habe ich mir selber gekauft. Es handelt sich um zwei Trinkflaschen, Isolierflaschen. Wir fangen an mit der rechten. Die linke tun wir kurz weg. So, um diese Flasche geht es jetzt. Und zwar, es ist, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und zwar Feian Trinkflasche Edelstahl, 1 Liter Volumen mit Karabiner, auslaufsicher. Es ist eine Thermosflasche für Kohlensäure, Kaffee, Tee, BPA-frei, für Sport, Outdoor, Wasserflasche für Sprudel, Uni, Schule, Camping und man kann sie auch am Fahrrad benutzen. Wieso zeige ich euch diese Flasche? Also diese Flasche habe ich mir selber gekauft. Und zwar, ich benutze diese Flasche für Wandern. Die hat hier einen Karabiner, also hier hat sie einen Karabiner. Man kann sie am Rucksack festmachen. Und man kann sie ganz gut tragen, quasi mit hier, mit diesem Schultergurt, ist wirklich super geeignet. Dann hat sie nochmal diesen Teil hier, und zwar, das ist eine Isolierung. Ich mache sie mal kurz auf, dann könnt ihr das sehen. Ihr seht hier, hier haben wir die Trinkflasche selber. Hier haben wir die Isolierung. Also quasi, wenn wir jetzt etwas Kaltes oder Warmes da reingemacht haben, hält es noch deutlich länger. Diese Thermosflasche ist aus 18/10er Edelstahl gefertigt und hält die heiße Getränke wie Kaffee oder Tee bis zu 12 Stunden warm und kalte Getränke bis zu 24 Stunden kalt. Natürlich, es hängt halt von der Außentemperatur da, wo wir es benutzen. Was mir sehr gut gefällt, es ist wirklich auslaufsicher. Und funktioniert richtig gut. Also die Flasche ist super verarbeitet. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Es sind hier zwei Dichtungen. Und mit der Flasche kommt nochmal so eine Bürste zum Saubermachen. Von der Verarbeitung her kann ich nur sagen, top. Also die Flasche benutze ich sehr oft, wenn wir irgendwie wandern gehen. Und wenn ich den ganzen Rucksack nicht mitschleppen will, dann nutze ich diese Flasche, die tue ich einfach hier rein. Meistens benutze ich die, um mein Wasser kalt zu halten. Und dann einfach mit diesen Riemen kann ich sie quasi auf den Schulter drauf tun und dann einfach so ganz einfach tragen. Da muss ich nicht ganzen Rucksack tragen, wenn ich zum Beispiel irgendwie irgendwelche Klettertouren machen oder irgendwo in den Alpen irgendwo rumlaufen mit der Familie, und die ist wirklich ideal. Also ich habe sie jetzt seit circa ein Jahr im Einsatz. Diese Flasche kann ich euch für Outdoor-Bereich wirklich wärmstens empfehlen. Die benutze ich selber und ich habe sie mir auch selber gekauft. Und was ich jetzt noch benutze, das zeige ich euch, und zwar es ist nochmal eine Flasche. Die habe ich mir auch selber gekauft, und zwar, das ist diese Flasche. Tun wir mal die andere weg. Also die zwei Flaschen habe ich richtig gute Erfahrung. Die benutze ich für die Arbeit, und zwar dieses Limes 8 Trinkflasche ist auch aus Edelstahl, Thermosflasche, 1 Liter Isolierwasserflasche, die ist Geschirrspüler geeignet, auslaufsicher. Und zwar doppelwandig, Thermoskanne, Kohlensäure geeignet, 1 Liter. Also die kann 24 Stunden kalt und 12 Stunden warm halten, BPA schadstofffrei, 100% kohlensäurefest, 100% geschmacks- und geruchsneutral. Das kann ich euch bestätigen. Die Flasche oder beziehungsweise einen Edelstahl benutze ich bei mir auf der Arbeit. Und die hier habe ich mir jetzt gerade bestellt bei Amazon Prime für knapp 26,90 €. Die gibt es öfters mal im Angebot. So, ich zeige euch kurz, was in der Flasche dabei kommt.
und wie die aussieht. Also muss ich sagen, richtig schön verarbeitet, toll. Was mir hier sehr gut gefällt, auch wie bei der anderen Flasche, hier ist auch an dem Deckel ist Gummierung drauf. Man hat einen schönen Griff, also es ist griffig. Und wieder, wir haben hier eine super Dichtung. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die Flasche ist top verarbeitet. Ich benutze sie für kalte Getränke, also für Wasser. Ab und zu benutze ich auch Kohlensäure. Die Firma kann ich euch empfehlen. Ich habe damit positive Erfahrungen. Ich habe ein paar Arbeitskollegen, die benutzen die Flasche auch in anderen Farben. Also die Flasche gibt es auch in anderen Farben. Hier seht ihr die Produktbeschreibung. Und wie gesagt, die hier habe ich auch bei Amazon gekauft. Also es ist alles selbst gekauft, kein Sponsoring. Dann haben wir hier Kärtchen, jetzt aktivieren, Gewährleistung für 36 Monate. Kann man quasi aktivieren. Hier ist nochmal die Gebrauchsanleitung und hier haben wir nochmal eine Ersatzdichtung. Was kann ich euch hier dazu sagen? Ich kriege öfters mal Anfragen, welche Flaschen ich so benutze. Also ich benutze nichts irgendwie Besonderes. Die Flasche kostet, glaube ich, also normal so 27, 28 Euro. Da gibt es meistens immer so einen Rabattcode. Und ich kann euch die wirklich empfehlen. Die ist von der Größe also nicht zu klein. Ich habe eine vorher gehabt mit halb Liter, aber das war mir zu blöd. Da müsste ich ständig immer nachfüllen. Öfters mal nachfüllen. So mache ich einmal voll und dann das reicht mir über den Tag ziemlich gut. Vielleicht muss ich nochmal nachfüllen, aber halt nicht so oft wie bei diesen halben Liter Flasche. Also die hält richtig lange kühl. Warmes benutze ich selten oder fast nie. Es ist mir nichts Negatives aufgefallen, weil wie gesagt, ich habe so eine Flasche in anderer Farbe, die habe ich auch in der Benutzung ungefähr ein halbes Jahr. Die lässt sich auch gut putzen. Beide, also beide Flaschen lassen sich sehr gut putzen und sind unempfindlich, also an den Dichtungen klebt nichts, kein Dreck, nichts. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesen Flaschen, stellt sie einfach in die Kommentare. Ich werde euch die Fragen beantworten. Ich werde euch beide Flaschen verlinken in der Videobeschreibung. Wie gesagt, es sind meine eigenen Flaschen, die ich mir selber gekauft habe und selber bezahlt habe. Die kann ich euch empfehlen. Ich hatte ungefähr vielleicht 30, 40 Fragen bekommen, welche Trinkflasche benutze ich für Outdoor. Ich habe auch natürlich nochmal so eine Militärtrinkflasche, die ist aus Kunststoff. Glaube ich amerikanische, aber die gefällt mir nicht so gut, da ist mir Edelstahl lieber. Das waren quasi meine zwei Trinkflaschen, die ich am meisten benutze. Hier nochmal beide, könnt ihr sie gut sehen. Stylisch gefällt mir die hier besser, aber praktisch im Outdoor-Bereich ist die hier. Die kann ich ohne Rucksack mitschleppen, die kann man natürlich im Rucksack reintun, was mir halt hier gut gefällt. Die passt halt in die Seitentaschen vom Rucksack überall rein, ist nicht zu dick und die ist etwas dicker, aber halt mit diesem Beutel hier, mit diesem Tragesystem ist sie einfach ideal, wenn man sie einfach alleine mitnehmen tut. Dann hat man einfach immer Wasser dabei und zwar kühles Wasser. So, das war jetzt ein kurzes Video. Bezogen auf eure Fragen. Ich hoffe, ich konnte euch die Fragen beantworten. Also wie ihr seht, nichts Besonderes, aber es funktioniert top, nicht zu teuer, effizient. Ich bin damit zufrieden. Falls jemand es kaufen will, kann er kaufen, egal. Ihr könnt das nehmen, was ihr wollt. Wie gesagt, es sind meine eigenen Flaschen, die ich mir selber gekauft habe. So, ich möchte mich nun bedanken fürs Schauen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Euer Toni. Ciao.